Die gestrige Rallye an der Wall Street wird heute im Prinzip rückabgewickelt und dafür gibt es zwei Gründe. Erstens solide Arbeitsmarktdaten und die Märkte funktionieren ja derzeit so ein bisschen nach dem Muster Good News is Bad News und Bad News is Good News, eben in der Hoffnung, dass schwächere Konjunkturdaten die Fed dann ein bisschen gnädiger sein lassen, dass die Zinsschraube nicht zu stark anzieht. Und das zweite war heute eben eine Aussage von Elon Musk, die wir uns hier mal anschauen wollen, so muss es heißen, nämlich, dass er ein super bad feeling about the economy habe. Das ist also faktisch eine Warnung vor einer Rezession. All das hat er seinen führenden Mitarbeitern in einer E-Mail mitgeteilt, gleichzeitig dann auch gesagt, naja, 10% der Belegschaft werden wir entlassen müssen. Das ist interessant für ein Unternehmen, das angeblich ja mit den Bestellungen gar nicht hinterherkommt, das eine so tolle Wachstumsgeschichte hat. Das kann man dann scheinbar auch mit 10% weniger Belegschaft absolvieren. Pausing all hiring worldwide, also es wird ein Einstellungsstopp hier verkündet. Also der Mann, der tritt richtig auf die Bremse und das gilt auch für die Tesla-Aktie, die um und bei 8% heute verliert, vor allem nach den Aussagen von Elon Musk. Erstens, aber zweitens und dann auch nach den US-Arbeitsmarktdaten, während Musk also gesagt hat, ich warne vor einer Rezession und werde Leute entlassen, daraufhin der Kurs gefallen, daraufhin kamen gute Arbeitsmarktdaten, die gezeigt haben, dass viele Jobs entstanden sind. Das zeigt so ein bisschen die ganze, naja, Schizophrenie dieser Welt. Tesla drops more on strong jobs report. Nachdem Tesla drops Tesla gefallen war, weil hier Musk offenkundig Mitarbeiter entlässt. Ja, was bedeutet das denn eigentlich für Tesla? Schauen wir uns mal hier noch einen Tweet von Charlie Bilello aus Oktober 2021 an. Damals war Tesla 844 Milliarden Dollar wert. Wir wissen, dass Tesla dann mal die eine Billionenmarke auch übersprungen hatte. Und dadurch war man, oder damit war man mehr wert, war Tesla mehr wert als alle anderen Autokonzerne, die einigermaßen irgendwas auf die Waage bringen, zusammen, also als Toyota, Volkswagen, Daimler, General Motors, BMW, Ford und so weiter und so fort. Dabei hatte Tesla einen Umsatz von 42 Milliarden Dollar. Die anderen Autokonzerne insgesamt um 1,35 Billionen Dollar. Expectations are everything in markets, also Erwartungen sind alles in Märkten. Aber jetzt müssen wir mal diese Erwartung in Frage stellen. Wie schaut denn diese Erwartung aus? Zunächst mal sehen wir die verkauften Fahrzeuge von Tesla. Hier sehen wir, das kommt so um und bei auf 1 Million eben dann im Jahr 2021. Wir sehen, dass das erste Quartal im Vergleich zum vierten Quartal 2021 stagnierend war. Praktisch hat sich nicht geändert, sogar ein paar Autochens weniger verkauft. Jetzt hatte Elon Musk aber im Jahr 2021 gesagt, wir werden die Anzahl der verkauften Autos um 50% steigern pro Jahr in den nächsten 10 Jahren. Wie soll aber das gehen, wenn jetzt eine Rezession ist und Elon Musk Leute entlässt? Also er entlässt 10% der Mitarbeiter, aber wenn 50% mehr Autos verkaufen, die er ja irgendwie auch bauen muss, mit dann 10% weniger Mitarbeitern. Interessante Perspektive. Das bedeutet nichts anderes, als dass faktisch mit der Aussage von Elon Musk diese ganze Wachstumsstory, die uns Musk als hervorragendes Vertriebsgenie verkauft hat, in sich zusammenfallen wird und muss. Finanzmathematisch ist das eigentlich gar nicht mehr zu verhindern. Und damit stellt sich natürlich auch die Bewertungsfrage bei Tesla. Wie gesagt, das Unternehmen war mehr wert als alle Autokonzerne der Welt zusammen. Wir sehen hier übrigens dann noch eine Meldung von CNBC, nämlich, dass Tesla seine Mitarbeiter überwachen lässt und zwar deren Social Media Aktivitäten sehr genau scannt. Damals ging es 2017 zunächst mal um die Bildung einer Gewerkschaft. Da ist der Elon ja dagegen sehr. Er setzt sich ja für Free Speech, für freie Rede ein. Das ist ja der Grund angeblich, warum er Twitter kaufen will. Nur mit der freien Rede innerhalb seines Unternehmens, da hat er es nicht so, gell? Also da muss man ja unterscheiden, gell? Zwischen einem philosophischen Prinzip und der ökonomischen Praxis, ne? Das ist ein himmelweiter Unterschied, ne? Das wird ihm der Elon mal ausführlich erklären können, ne? Keine Frage. Jetzt sagen auch viele derzeitige Mitarbeiter noch von Tesla, dass sie davon ausgehen, weiter kontrolliert zu werden. Also praktisch, was sie bei Facebook posten, bei Instagram, bei Twitter, keine Ahnung wo, jedenfalls dürfte das überwacht werden. Also der Elon hat schlechte Laune und sagt, huh, ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl in der Magengegend in Sachen Wirtschaft.
Wirtschaft. Aber jetzt gucken wir uns mal das hier an, da ist er nicht ganz alleine. Nicht nur die Konsumenten an sich, wie wir ja in Verbraucherumfragen gesehen haben, Michigan oder auch Conference Board, die haben irgendwie nicht so das große Zutrauen, sondern auch die CEOs der Unternehmen. Hier sehen wir, das ist so schlecht wie seit Jahren nicht mehr, mit Ausnahme des Corona-Crash, als die Wirtschaft ja im Lockdown war. Also Elon Musk ist da nicht fürchterlich alleine, und heute kam dann etwa noch Hewlett-Packard dazu, die gesagt haben, also wir senken jetzt mal die Wachstumsprognose, denn wir gehen davon aus, dass diese Lieferkettenprobleme noch weit ins nächste Jahr reichen werden. Also nichts ganz transitory, gleich schon wieder vorbei. Kürzlich hatte ja auch Microsoft eine kleine Gewinnwarnung gegeben wegen Wechselkurseffekten und China-Geschäft, aber wir sehen, es wird jetzt immer mehr, und das ist eben der Punkt, es wird jetzt immer mehr solcher Warnungen hageln, und da stellt sich natürlich dann die Frage der Bewertung. Wir haben also praktisch eine abkühlende Wirtschaft, wir haben auf der anderen Seite eine Straffung der Geldpolitik. Das ist nach meiner Auffassung jetzt eben nicht das optimale Umfeld für Aktienmärkte. Und dann haben wir eben auch diese US-Arbeitsmarktdaten heute gesehen. Kleiner Trost für die Bullen war heute, dass die Stundenlöhne zum Vormonat einen Ticken niedriger waren, mit 0,3 statt 0,4% erwartet. Wenn wir uns mal hier anschauen, wo hat es denn Zuwächse und wo hat es Probleme gegeben, dann sehen wir, Retail Trade ist massiv rückläufig gewesen. Über 60.000 Stellen sind da verloren gegangen. Das bedeutet, der Konsum wird weniger in den USA. Alle anderen Bereiche, vor allem auch Government hat aufgebaut, also Staatsjobs wurden aufgebaut, viel Leisure, Hospitality, also Gastgewerbe im weitesten Sinne. Aber wir sehen, dass natürlich hier die Sache in dieser Dimension des Arbeitsmarktes noch nicht auf eine Rezession deutet, aber der Arbeitsmarkt ist ein Lagging Indicator, ein nachlaufender Indikator. Hier sehen wir mal, dass dieser Arbeitsmarkt immer noch sehr, sehr eng ist, denn hier mal die Ratio zwischen offenen Stellen und offiziell Arbeitslosen, die liegt bei fast 2, also es gibt fast doppelt so viele offene Stellen wie offiziell Arbeitslose. Und das dauert am Arbeitsmarkt, bis da das Bild sich wirklich dreht. Aber wir sehen schon am Boden bei den kleinen Firmen, und die machen so knapp 50% des BIPs aus in den USA, haben wir jetzt von den letzten 4 Monaten 3 Monate gehabt, wo diese Small Businesses Leute entlassen haben, also Stellen abgebaut haben. Das ist das eine. Und wenn wir uns jetzt mal hier Bloomberg Story Count anschauen, Hiring Freeze, also Einstellungsstopp, dann sehen wir, dass das im März deutlich nach oben geht. Also immer mehr Unternehmen und nicht nur Elon Musk berichten eben über Einstellungsstopps. Und dann hat sich heute dann Joe Biden auch geäußert zu den Arbeitsmarktdaten, zur Inflation, zur Wirtschaft. Hat gesagt, siehst du, also es dürfte so sein, dass wir das erste Mal seit 1976, nämlich wir Amerikaner, mehr wachsen als die chinesische Wirtschaft. Das sei doch super. Allerdings würde das Jobwachstum, der Arbeitsmarkt würde dann nicht mehr ganz so stark wachsen. Aber die Amerikaner sollten confident about der US Economy sein, also vertrauensselig sein gewissermaßen. Wir sehen aber, dass die Leute natürlich faktisch Kaufkraftverluste haben, und zwar seit 13 Monaten in Folge, weil eben die Inflation schneller steigt als ihre Löhne. Und das ist für Joe Biden ein riesiges Thema, weswegen er sehr wahrscheinlich diese Zwischenwahlen Anfang November verlieren wird. Wir sehen hier, in den Wettplattformen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Republikaner sowohl das Abgeordnetenhaus als auch den Senat gewinnen, bei 75%. Also das ist schon eine Hausnummer. Man geht also davon aus, dass all das den Joe Biden nicht retten wird. Und wenn dann die beiden Kammern an die Republikaner gehen, dann ist er weitgehend eine Lame Duck als US-Präsident. Und wird noch weniger sozusagen wirklich auch die Wirtschaft beeinflussen können. Apropos Wirtschaft, apropos Konsum, apropos Dienstleistung. Wir haben heute den ISM-Index bekommen, und hier oben sehen Sie mal Commodities up in price. Also die Rohstoffe, die gestiegen sind im Preis, da können Sie gar nicht nach, die alle zu zählen. Das Einzige, was gefallen ist im Preis, ist Copper, also Kupferprodukte und Stahlprodukte. Und aus dem Bausektor hat etwa ein Respondent gesagt, einer der Befragten gesagt, die Lead Times, also die Wartezeiten, haben sich vervierfacht
im Vergleich zu dem, was sie normalerweise sind. Wir haben die Prices mit 82,1 nach wie vor extrem hoch. Alles über 50 heißt, ist zum Vormonat weiter gestiegen. Das oder ISM befragt ja 18 Industries, 18 Branchen, und von denen haben 18 gesagt, die Preise sind im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Wir sehen also nach wie vor diesen massiven Inflationsdruck. Und das merken auch die Leute. Und sie merken, oh, das wird auch für die Wirtschaft schwierig. Das deutet auf eine Rezession bei gleichzeitig hoher Inflation. Und das nennt man Stagflation. Und jetzt schauen wir uns hier mal die Google Search Results an. Also das, was die Leute googeln. Da ist Stagflation, geht so stark nach oben wie seit 2008 nicht mehr. Also man ahnt, was da auf einen zukommt. Und die Frage ist, was sollte man als Investor da tun? Wenn wir uns jetzt mal den Mai anschauen, der war ja einigermaßen glimpflich, nachdem es seit Jahresbeginn mit der hawkischen Wende der Fed ja für die Aktienmärkte an der Wall Street schwieriger geworden ist, sehen wir S&P unverändert, aber man hätte dennoch Cash halten sollen, wie hier etwa Jerome Blockland sagt, oder beziehungsweise seine Aktienquote reduzieren sollen, denn mit Cash hättest du genauso viel gemacht oder genauso wenig gemacht, aber du hättest kein Risiko gehabt. Aber überleg dir mal, wenn du in Rohstoffe investiert hättest, dann wäre die ganze Geschichte besser gelaufen. Und wir sehen, dass Aktien natürlich auch mit dieser Rezessionsentwicklung oder mit diesem Fahren der Wirtschaft in Richtung Rezession natürlich langsam Schwierigkeiten bekommen. Vor allem die großen Tech-Aktien übrigens, die sind Earnings per Share der fünf größten, also Gewinn pro Aktie dieser fünf großen Tech-Unternehmen ist 1,4% gefallen, während das im gesamten S&P eher nicht der Fall ist. Also da gibt es auch eine fundamentale Begründung dafür, dass diese Dickfische, die ja sehr hoch bewertet waren wie Apple-Konsorten, dass die ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Unten sehen wir übrigens das Gap EPS Growth, also nach der Bilanzierungsmethode Gap, und da sehen wir, das liegt bei Null. Also da ist derzeit kein großes Wachstum mehr, und wir sehen, wenn die Geldpolitik sich ändert, dann werden die Verrücktheiten am Markt ein bisschen rückabgewickelt. Hier sehen wir dann den Vergleich zwischen S&P 500 und den Retail Favorites, also das, was die Privatinvestoren gerne kaufen. Und die haben also Geschichten gekauft, nicht nur Bitcoin, sondern eben auch AMC, GameStop und wie sie alle heißen. Ich hatte heute Morgen gesagt, dass ich dieser Rallye so ein bisschen misstraue, die wir gestern gesehen haben. Dafür gab es mehrere Gründe, charttechnische Divergenzen, Indikatorendivergenzen. Wir haben dann auch, und das ist glaube ich etwas, was übergeordnet wichtig ist, derzeit gesehen, dass die Junk Bonds oben in diesem Chart HYG zwar gestiegen sind am gestrigen Rallye-Tag, aber eben lange nicht so wie der S&P 500 im unteren Chart. Und da ist eine Divergenz, die entsprechend wichtig ist, nach meiner Auffassung. Beobachten Sie diese Junk Bonds. Die sind das Fieberthermometer einer Zeit, in der die geldpolitische Straffung der Fall ist, in der wir eine Zeitenwende erleben, in der der Zins zurückkommt. Und da sind diese Junk Bonds, also Unternehmensanleihen schlechter Bonität, sehr sensitiv. Deswegen darf ich heute nochmal auf ein Video von heute Morgen verweisen oder auf mein Video von heute Morgen, den Videoausblick. Ich mache ja täglich, börsentäglich zwei Videos, und da kann man nicht immer irgendwie etwas wirklich langfristig Bedeutendes sagen, das geht nicht, aber ich glaube heute Morgen der Videoausblick, der war schon wichtig, denn da habe ich versucht ein Panorama zu zeigen, was in den nächsten Jahren passiert, in welchem Umfeld wir eigentlich sind, was da der Fall ist. Zinswende, Zeitenwende, Cash is King, so war das betitelt. Unten sieht man, dass Rohstoffe etwa in den 1970er Jahren sich deutlich besser entwickelt hatten. Und ich hatte dann auch berichtet von einem Gespräch mit einem befreundeten Banker. Hier mal ein paar Zitate, der mir gesagt hat gestern bei einem längeren Gespräch an Bayerischem Bier, wo er gesagt hat, das, was derzeit bei uns abläuft in der Bank, das ist schlimmer als das, was er in der Finanzkrise erlebt hat. Da geht gar nichts. Das Geschäft ist tot. Die Kreditvergabe ist praktisch gestoppt. Und wenn Sie sich das mal jetzt auf der Zunge zergehen lassen und überlegen, was das bedeutet, dann sind wir auch in Deutschland sicherlich nicht allzu weit von einer Rezession entfernt, bei gleichzeitiger Straffung der Geldpolitik auch in der Eurozone durch die EZB. Ich hatte dann hier diese Grafik von Amundi mal gezeigt. Was tun in Zeiten Inflation, Disinflation, geringe Inflation, Deflation, Stagflation und in allen Szenarien, wo letztendlich Geldwertstabilität nicht mehr gegeben ist, wo also die Preise steigen, sind Commodities, sind Gold gute Assets.
nur in Deflationen. Das sind dann zum Beispiel Equities, sind dann zum Beispiel Aktien sehr, sehr gute Assets. Und in einer Inflation ist auch Cash ein gutes Asset. Wir hatten es, oder ich hatte es vorhin angesprochen. Und jetzt abschließend noch zwei Hinweise auf Artikel, bevor ich Sie ins verlängerte Wochenende entlasse. Am Montag, Pfingstmontag ist ja Feiertag, DAX hat auf, aber ich werde Sie da nicht mit einem Video belästigen. Am kommenden Donnerstag und Freitag werde ich nicht da sein auf Geschäftsreise. Das heißt, nächste Woche nur Dienstag und Mittwoch die Videos. Da können Sie sich dann ein bisschen erholen von mir. Das ist doch auch mal was. Und dann diese Artikelempfehlungen. Inflation ist die Autoimmunerkrankung unseres Fiat-Kreditgeldsystems. Eine hervorragende Formulierung. Bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Eine Autoimmunerkrankung unseres Fiat-Kreditgeldsystems. Diesen Artikel von Georg Habenicht möchte ich Ihnen allerwärmstens empfehlen. Da zeigt sich, dass auch die Mächtigen, die Dickfische, die Jamie Dimons dieser Welt langsam die Muffe kriegen wegen dieser Inflation. Das ist der erste und der zweite. Xi Jinping ist Chinas größtes Risiko für die Wirtschaft. Mal wieder ein tolles Panorama direkt aus China, über China, das Sie bei finanzmarktwelt.de lesen können. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao. Bis Dienstag.